Wetter, Sommer, Sonne, Eis, das gehört ja zusammen. Heute war ja noch mal der perfekte Tag, um irgendwo Eis essen zu gehen. Aber was ist da eigentlich drin in so einem Eis? Wie wird's gemacht und wie kommt der Geschmack ins Eis? Das haben sich unsere Kinderreporter Leonie, Julia und Nils heute genauer angeschaut. Wir werden heute erforschen, was hier reinkommt. Und das ist nämlich Eis. Der Marcel wird uns jetzt zeigen, wie das funktioniert in seinem Eislabor. Hallo, kannst du uns sagen, wie wir Eis herstellen? Sehr gerne, aber nur unter einer Bedingung. Okay, und die wäre? Dass ihr mithelft. Wenn wir heute Erdbeereis machen, kommt in ein Erdbeereis Erdbeeren, Zucker. Es gibt verschiedene Zuckerarten, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Der eine Zucker ist ein bisschen süßer als der andere gefriert erst später. Das ist ganz wichtig für die Konsistenz. Und Wasser. Und das sind die einzigen Zutaten dafür? Für ein Sorbet, für ein Fruchteis, wie es bei mir gemacht wird, ja. Wenn du es gut festhältst, dann kann da nichts passieren. Pasteurisierer ist sozusagen dafür da, das, was man zu Hause in der Küche mit einem Kochtopf macht. Also man bräuchte den nicht, man könnte genauso gut einen Topf auf eine Herdplatte stellen, auf eine bestimmte Temperatur erhitzen, auf 86 Grad, 92 Grad und dann wieder runterkühlen in einem bestimmten Zeitraum. Wieso benutzt du keinen Kochtopf, sondern den Pasteurisator? Ich habe einen Pasteurisierer, weil der natürlich größere Mengen und größere Zutaten viel einfacher vermengen kann. Bei einem Kochtopf bräuchte ich ziemlich lange. Da ständig wahrscheinlich den ganzen Tag in der Küche. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal einen Löffel schon mal probieren. Schmeckt sauer. Sauer, aber lecker. Schmeckt nach Erdbeeren. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Das wichtigste Stück, die Eismaschine. Und einmal aufrühren und kühlen. Jetzt seht ihr im Prinzip, wie das die ganze Zeit schön bewegt wird. Jetzt brauchen wir einfach ein wenig Geduld. Das habt ihr sehr gut gemacht. Also ich finde, das schmeckt super lecker, weil da super frische Zutaten drin sind und das schmeckt man auch. Wir werden jetzt Eis aus der Eisfabrik testen und in diesen Kiosk gehen. Die Schokolade schmeckt schon mal gut. Jetzt habe ich dein Eis. Schmeckt seltsam. Schmeckt nach Fabrik. Da wir wissen wollen, was alles noch so in Eis enthalten ist, werden wir jetzt Dr. Laut in seinem Labor besuchen. Also man sollte sich nicht einbilden, dass so ein Obsteis wirklich was Gesundes ist. Es ist einfach nur süße Milch in einem schönen, cremigen Zustand. Was machen wir denn hier eigentlich? Wir stellen erstmal eine Grundmischung für Milchspeiseeis her. Das heißt, wir mischen Milch, Sahne und Zucker. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Farbstoff und ein bisschen Aromastoff rein. Um das zu gefrieren, brauchen wir flüssige Luft. Und flüssige Luft ist unheimlich kalt, minus 200 Grad. Das schmeckt richtig nach Himbeer. Ja. Obwohl es nie eine Himbeere gesehen hat, ne? Das ist Himbeergeschmack. Ja, als unseres. Nee, das schmeckt ba. Ja? Schmeckt auf jeden Fall besser als das. Was. Kann man nicht essen. Wir haben heute erfahren, dass nicht jedes Eis lecker schmeckt, aber dass man mit frischen Zutaten immer ein leckeres Eis bekommt. Tschüss!